Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben als schwarz-gelbe Koalition zu unserer Regierungszeit das dritte Kindergartenjahr bereits beitragsfrei gestellt und damals eines deutlich gemacht, nämlich dass das ein erster Schritt in Richtung Beitragsfreiheit für die gesamte Kindergartenzeit sein soll. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Ankündigung des Landesvorsitzenden der SPD Niedersachsen, für dieses Ziel jetzt gemeinsam mit uns kämpfen zu wollen, meine Damen und Herren. Herr Weil, in diesem Hause sind sich alle vier Fraktionen in der Sache vollkommen einig. Wir brauchen in Niedersachsen jetzt einen Durchbruch. Wir brauchen die Beitragsfreiheit während der Kindergartenzeit, meine Damen und Herren. Ich sage aber auch, wenn man das ernst meint, dann muss man das auch machen und nicht nur ankündigen, meine Damen und Herren. Und ich will das in Richtung der Kollegen der SPD sagen. Ich habe am Sonntag die Sendung Anne Will geschaut und dort dem Kanzlerkandidaten der SPD, Martin Schulz, zugehört und will ausdrücklich Herrn Schulz recht geben, dass die arbeitende Mitte der Gesellschaft in Deutschland endlich Entlastung braucht, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Gleichzeitig bedauere ich, dass Martin Schulz eine steuerliche Entlastung genau dieser Mitte ausgeschlossen hat und damit sogar hinter die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zurückfällt, meine Damen und Herren. Wenn die SPD im Wahljahr 2017 und in den Wahljahren 2017 und 2018 es ernst meint mit der Entlastung der Mitte, dann dürfen Sie es jetzt nicht bei Ankündigungen belassen, sondern dann müssen Sie endlich entsprechende Initiativen in Parlamenten ergreifen, meine Damen und Herren. Herr Kollege Dürr, einen Moment bitte. Meine Damen und Herren, es ist eine Geräuschkulisse im Plenum, die ist nicht zumutbar. Es geht um ein ganz wichtiges Thema und ich denke, Sie wollen doch auch alle zuhören. Herr Kollege Adasch, Herr Kollege Erkan, Frau Kollegin Geuter. Weiter geht's. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will daran anknüpfen, genau darum geht es. Es geht um eine Entlastung der arbeitenden Mitte in Deutschland. Wenn man auf das Jahr 2016 schaut, dann sind die Bruttoeinkommen in Deutschland um 1,8% gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die Staatseinnahmen, die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen um 4,5% nach oben gegangen, meine Damen und Herren. Wir haben zurzeit die Situation, dass der Staat von historisch niedrigen Zinsen profitiert. Der Finanzminister freut sich natürlich darüber und gleichzeitig von steigenden Steuereinnahmen. Die Menschen aber, und das ist doch das Problem zurzeit, die vergessene Mitte in Deutschland hat immer mehr den Eindruck, dass sie nicht im gleichen Maße wie der Staat von diesem wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands profitiert. Und ich sage erneut, wenn man das ernst meint, dann muss man sein Regierungshandeln genau danach ausrichten. Wenn junge Familien mittlerweile auf Teile ihres Einkommens nach der Geburt verzichten, weil Vater oder Mutter in Teilzeit gehen, wenn es für junge Familien bei uns im Land eben immer schwieriger wird, selbst etwas aufzubauen, weil der Staat ihnen tendenziell immer mehr wegnimmt, dann müssen wir uns jetzt gerade in so schwierigen Zeiten, übrigens auch, wo der Populismus in der deutschen Politik um sich greift, genau um diese arbeitende Mitte der Gesellschaft kümmern, nämlich diejenigen, die den Karren am Ende ziehen. Es geht, meine Damen und Herren, das will ich sagen, jetzt nicht zuallererst um diejenigen, die auf staatliche Transfers angewiesen sind. Natürlich brauchen auch diese Familien unsere Solidarität, kein Zweifel. Sie sind aber weitestgehend von den Kita-Gebühren derzeit heute in allen Kommunen freigestellt. Sondern es geht jetzt um diejenigen, die gut ausgebildet sind, in die Familienphase eintreten, Kinder bekommen, ihre Kinder in die Betreuung in den Kommunen geben. Familie, die mittlerweile für Ganztagspässe im Kindergartenbereich bis zu 400 Euro zahlen müssen. Genau darum geht es, und zwar um diejenigen, die dabei sind, bei gestiegenen Baukosten sich ein Eigenheim aufzubauen, jetzt dort in die Finanzierung einzutreten, die von der kalten Progression nach wie vor eiskalt erwischt werden. Ich will das an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Wer im Jahr 1960 das Durchschnittseinkommen verdient hat, der musste das 18-fache des Durchschnittseinkommens verdienen, um auf Teile seines Einkommens den Spitzensteuersatz zu zahlen. Die Realität im Jahr 2017 ist, dass es ausreicht, das 1,4-fache zu verdienen. Um diese Familien, um diese arbeitende Mitte der Gesellschaft geht es auch gerade um eine Entlastung bei der Kinderbetreuung, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es ist an der Zeit, genau diese Mitte wieder in den Fokus der Politik zu rücken. Denn diese Mitte hatte in den letzten Jahren oft das Gefühl, dass es um Superreiche ging
oder denjenigen, die es schwerer in der Gesellschaft haben. Aber die arbeitende Mitte ist oft genug aus dem Fokus geraten. Die müssen endlich den Eindruck bekommen, dass Politik wieder für sie gemacht wird und nicht immer im Leben immer komplizierter wird, immer mit mehr Bürokratie konfrontiert werden und am Ende es für sie vor allen Dingen immer teurer wird. Und ich habe mich deswegen, Herr Wahl, sehr gefreut. Sie haben am 16. Januar auf Ihrer Internetseite, Herr Ministerpräsident, auf Ihrer Internetseite, ja, die Landesbeauftragte kann bestimmt auch gleich noch zu Ihnen treten, auf Ihrer Internetseite einen Blog veröffentlicht, den ich spannend fand. Sie haben darin nämlich den Beschluss der SPD-Landespartei noch einmal zusammengefasst, kostenfreie Kitas für alle, wir unterstützen das. Und dann führen Sie verschiedene Gründe an. Die frühkindliche Förderung ist entscheidend für die weitere Entwicklung der Kinder. Familienfreundlichkeit ist in Niedersachsen ein Top-Thema. Junge Leute sollen in unserem Land unterstützt werden bei ihrer Entscheidung für Kinder. Soziale Gerechtigkeit spielt in diesem Land auch eine große Rolle, gerade in Familien. Tun, und das finde ich ein wunderbares Zitat, tun Kita-Gebühren oft weh, meine Damen und Herren. Das teile ich ausdrücklich und das wollen wir ändern, sagen Sie. Wenn Frauen nach der Geburt wieder arbeiten wollen, dann sollen die, ich füge hinzu natürlich auch Männer, dann sollen die Kita-Kosten für die Kinder eben kein Hindernis sein, meine Damen und Herren. Dann schreiben Sie weiter. Vor den Landtagswahlen werben wir energisch für dieses Vorhaben. Ich will Ihnen eins sagen, ein Werben in diesem Hause ist nicht notwendig, Herr Ministerpräsident. Wir teilen ausdrücklich Ihre Auffassung. Ich sage aber auch, wenn Sie jetzt vor der Landtagswahl eine breite Mehrheit aus Union, FDP, Grünen und SPD haben, dann ist es die Aufgabe eines Ministerpräsidenten, diese parlamentarische Mehrheit jetzt und zwar vor der Landtagswahl zu nutzen, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Und deswegen, dieses Gesetz wird ja in die Ausschussberatung gehen, möchte ich an Sie einerseits als Ministerpräsident appellieren, Herr Wahl, und andererseits natürlich auch als Wahlkämpfer der SPD. Als glaubwürdiger Wahlkämpfer hoffe ich. Denn wer jetzt die breite Mehrheit des Hauses hat, wer weiß, der weiß, dass die breite Mehrheit der Gesellschaft genau hinter diesem Vorhaben steht, meine Damen und Herren, der hat jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo die Steuereinnahmen sprudeln, wo man Prioritäten auch gerade bei der Förderung der von Familien setzen kann, der hat jetzt die historische Verantwortung, diese breite Mehrheit auch zu nutzen, meine Damen und Herren. Alles andere ist schlicht und einfach unglaubwürdig. Herzlichen Dank.